Hey, meine Freunde, willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer. Bäm. Wir wollen stehlen. Ich fange mal in Gostovia an. In Gostovia stehen wir uns jetzt die Hucke voll. Komm, reite wie der Wind. Reite geschwind. War das nicht hier? Da. Das da war... Okay, das da waren die Haferfelder, die beiden. Okay. Hab ich verstanden. Aber du bist so langsam beim Reiten. So, auf nach Gostovia. Und dann werden wir erstmal stehen wie die Raben. Wer von euch hat schon gestohlen? Hat ja einer von euch schon versucht zu stehlen? Habt ihr schon mal versucht, Gestohlenes zu verkaufen? Cool. Ich auch noch nicht. Aber jetzt machen wir es. Oh, Med. Sogar 100er. Ob wir besser klauen können, wenn wir betrunken sind? Oh, wir werden heute so viel ausprobieren. Und einmal müssen wir uns erwischen lassen. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Mich erwischen lassen. Wir stehen jetzt einfach mal und gucken, ob wir erwischt werden. Und wenn wir nicht erwischt werden, dann lassen wir uns erwischen. Aber wir sind ja jetzt direkt schon da. Und wir müssen mal gucken, ob wir die Tage unterwegs, vielleicht in einer der neuen Folgen, unterwegs mal ein paar Banditen finden. Ich will das neue Kampfsystem ausprobieren. Die haben ja gesagt, die haben das Kampfsystem der Banditen verbessert. Aber hey, die muss man auch erstmal finden. Hier. So, Freunde, wir sind da. Hier ist unser Schnellreisepoint für Gostovia. Wäre cool, wenn du dir Schnellreisepoint in deinem eigenen Dorf bauen könntest. Das wäre schon episch. Und jetzt, Freunde, wird es Zeit. Haben wir ja auch eine Quest direkt. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Aber in Borovo, da können wir auch klauen. Wie die Raben. Und dann machen wir die Quest direkt mit. Ich habe ein bisschen Nahrung gemacht, sodass wir ein bisschen Nahrung da haben. Ich habe ein bisschen Wasser gemacht, sodass wir ein bisschen Wasser da haben. Damit wir in Ruhe weitermachen können und dass wir uns auf den Sack gehen. 335. Taugen die was? Dich kann ich dann als Händler einsetzen. Ich habe gehört, dass du dabei bist, hier eine recht gute Reputation. 1450. Nein. Wenn wir nochmal so eine Quest machen von unserem geliebten Schatz. Okay. So, wir wollen also klauen. Ich war nochmal ducken. Hallo. Kann man das zumachen? Nein? Nichts drin. Mist. Nichts drin. Hallo, mein Schätzchen. Ah, Münzen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir müssen 50 gestohlene Gegenstände heute verkaufen. 50 gestohlene Gegenstände. Wir kommen nicht von nichts. Nehmen wir auch mit. Die kriegen ja nichts mit. Das ist ja easy going. Also die sollten nochmal das Stehsystem überarbeiten. Da haben eine Kerze. Schön, jetzt haben die Häuser ein bisschen mehr Dekoration. Ja, hättet ihr ein schlechtes Gewissen, das Brennholz der Leute zu stehlen, womit die eigentlich ihren Bedarf für den ganzen Winter decken? Hi, Siegfried, was geht ab? Ich mache hier nichts. Ich sitze hier manchmal so rum und dann warte ich, bis die Tür zu ist. Und beklaue euch. Und dann mal gucken, wie viel Geld wir mitgestohlen machen. Vielleicht brauchen wir irgendwann dann einen Hehler. Hallo. Ja, schön gemacht, danke. Oh, die haben Mehl. Mehl ist gut. Diebstahl. Diebstahl wird in dem Tal nicht geduldet. Deine Industrie wird deine Reputation verlieren, wenn dich jemand beim Stehlen beobachtet. Gestohlene Gegenstände können in einem Dorf
aus dem sie gestohlen wurden, nicht verkauft werden. Sie werden in deinem Inventar rot hervorgehoben. Okay, das heißt, wir klauen jetzt hier, gehen in das nächste Dorf, verkaufen das dort und klauen dort weiter. Ist doch kein Problem. Easy going. Nahrungsmittellager, hä? Ihr braucht nicht so viel Nahrungsmittel, ne? Vielleicht sollte ich nochmal im Herbst wiederkommen, wenn die Ernte da ist. Keiner hat mich gesehen. Nein, sie haben mich beim Stehen erwischt. Ich war es nicht. Jetzt haben wir endlich... Mist, da saß jemand. Jetzt haben wir endlich die Errungenschaft frei und wir haben -2 Dynastie-Reputation verloren. Das heißt, wir verdienen -2 Dynastie-Reputation pro Sache, die wir gestohlen haben. Das ist gut zu wissen. Vielleicht machen wir noch so einen Tipps und Tricks zum Stehlen-Guide. Na du. Ich würde dir hier irgendwas klauen, aber... Aber die haben nichts. Für. Ist noch was im Dorf, was wir klauen können? Ja, diese Frau hier beobachtet uns mit Fuchsaugen. Aber hier hinten nicht. Na, da ist aber auch nichts. So, vielleicht können wir ein paar Eier klauen. Wir können doch jetzt hier mit dem neuen Update, könnten wir theoretisch sogar hier Eier rausnehmen aus dem Ding. Aber wohl nicht bei Fremden, nur bei unseren eigenen. So, du hast mich also beobachtet, wie ich klaue, hä? Mies Tanker. Was hältst du denn davon, wenn ich jetzt hier reingehe und dich einfach selber beklaue? Na, du hast nichts. Gut. So, ein Dorf haben wir fast fertig. Da warten wir, bis Nacht ist. Stimmt, wenn Nacht ist, können wir... Hallo? Oh! Glück gehabt. Das war's, ne? Ne, sind hier nicht. Tonkrüge. Da können wir noch klauen. Klauen wie die Raben. So, ins nächste Dorf. Ins nächste Dorf. Dort verkaufen wir den Scheiß. Mal gucken. Gucken wir mal, wie viel Diebesgut wir diesen Tag verkaufen können. 2,5, 2,6. Merken wir uns. Gucken, wie viel wir am Ende des Tages haben. Bei Kingdom Come Deliverance bin ich auch immer am Clown wie der Rabe. How have you been? Wie ist dir gegangen, Jung? Ah, kann mich nicht beschweren. Ah, natürlich nicht. Wirklich nicht. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau, jetzt will sie nicht mehr mit mir reden. Vielleicht könnte ich dir mit ihr sprechen und sie überzeugen. Oh, das würdest du tun? Für einen Fremden? Ich danke dir vielmals. Ja, bin gleich zurück. Will jetzt wieder einen Kuchen haben oder so? In der Regel wollen die doch dann immer, dass ich den Kuchen backe. Hi, hallo schöne Frau. Natürlich, also, was willst du wirklich? Ich bitte dich, geh und versöhne dich mit deinem Mann. Das Leben ist kurz und gefährlich und in dieser Gegend. Du sollst eure Beziehung nicht wegen belanglosen Zankereien zerbrechen lassen. Er vermisst dich, das ist schöner. Und er schickt einen Fremden, anstatt selber zu kommen. Er ist so faul. Ich kann mir nicht daran denken, wenn man das letzte Mal einen Obstkuchen für mich gemacht hat. Früher war einmal die Woche gemacht. Nun kommt er von der Arbeit und legt sich direkt ins Bett. Okay. Du musst einen Obstkuchen backen, mein Freund. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zu dir zurückzukommen. Sie sagte, du bist faul geworden und irgendwas von Obstkuchen. Ah, warte, du erwähntest Obstkuchen. Das ist es. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir eine Chance geben.
ungern noch einmal um Hilfe, aber ich brauche die Zutaten. Ja, okay, komm. Was braucht ihr denn? Zweimal Mehl. Habt ihr hier Nahrungsmittellager? Ach ja, Tatsache. Wir klauen jetzt irgendwo noch Mehl und dann geben wir dem das. Dafür Häuser sind die ja nicht. Da, da, da. Irgendeiner von euch hat sicher noch Mehl zu Hause. Oh, sie ist raus. Schnell. Wie easy ist denn hier stehlen? Warum haben wir das nicht schon früher? Hi, Fabilo. Fabilo. Das hier ist dann das Vorratslager. Holzstämme. Ich muss aber das Zeug jetzt mal verkaufen. Hier ist alles, worum du geboten hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt. Ich kann sie dir geben. Hast sie verdient. Danke dir. Warte auf den nächsten Tag. So, und welche gute Frau ist hier die Händlerin? War ich hier schon drin? Oh, hi. Nee, war ich nicht. Oh, nochmal Mehl. Ja, hier ist jede Quest so easy zu erfüllen ist. So, mal gucken. Was kann ich dir verkaufen? Hey, old friend. Best goods in the valley. Best goods in the valley. So, wenn es dunkel-orange ist, dann kann ich es wohl nicht im eigenen Dorf verkaufen. Okay, das heißt, die hell-orangen kann ich verkaufen. Krass, 14 Münzen. Was habe ich aus eurem Dorf, ja? Okay, und dann wohl abhängig vom Wert. Ich wollte eh dein Geld, also easy going. Und auf zum nächsten Dorf. Ah nee, der will immer so viel Geld. So, Freunde, klauen wir die Rahmen. 50 geklaute Sachen müssen wir verkaufen. Müssen wir aber jetzt ein bisschen den Zahn zulegen. Was ist denn hier in Branica jetzt wieder? Oh, Falken, ich liebe Falken. Ich finde, Falken sind ein paar der schönsten Vögel überhaupt. Habe ich euch dann schon erzählt, dass ich auf dieser Burg war? In meinem Urlaub und die hatten dann so eine Falknerei und dann hatten die so ein richtiges Falkenmuseum. Wo alle möglichen Tiere waren. Auch viele Tiere, die eigentlich viel zu langsam und schwerfällig sind, als dass man sie als Falk für die Falknerei verwenden könnte. Gerade die Turmfalken sind meine Lieblingsfalken. Schreibt gerne mal sonst in die Kommentare, was eure Lieblingsfalken sind. Haben wir denn hier irgendwas zu essen oder trinken geklaut? Ne, natürlich nicht. Ei. Ich brauche was zu essen. Ah, echt jetzt? Ah. Okay, da war nix. Schön, wenn die immer rausgehen, aber da ist noch, sind noch welche drin. Haben die alle Schläfchen gemacht oder was? Aber ein paar. Oh, da war jemand. Oh, da war jemand. Aber sie hat sich gesehen. Sie hat in die andere Richtung geguckt. Ich kann dir aber jetzt schon mal. Genau, ich kann dir schon mal das Zeug verkaufen, was ich woanders geklaut habe. Ja,
Es muss der Wind gewesen sein. Und wir haben die zweite Errungenschaft, die wir heute haben wollten, freigeschaltet. Und damit ist Stehlen jetzt erstmal für uns erledigt. Brauchen wir nicht mehr. Reisen wir jetzt zurück. Da können wir jetzt auch das, was wir durch Diebstahl eingenommen haben. Stovia, so ein Spielgeld. Branica? 100. Ja. Aber in Branica ist noch eine Quest und da können wir dann den anderen Scheiß noch verkaufen, den wir hier geklaut haben. Hi Branica, Leute. Alles gut? How can I help you? Ich mache ein neues Kleid und brauche etwas. Okay, hol dich dir. How is life treating you? Was braucht die? See you soon. Das nächste. 5 Wolle. 50 Dynastie-Reputation. Oh, man kriegt jetzt viel schneller Dynastie-Reputation. Das ist cool. Have a good day. Hi, hier ist die Wolle. Ausgezeichnet, danke dir. Ciao. Hey, old friend. Dann haben wir ja schon fast alles hier. Nimm mal das. Und den Vulkan kannst du nicht haben. Den will ich behalten, aber die kannst du haben. Siehst du? Have a good day. Aus 2500 sind 5900 gewonnen. Olnica ist auch noch eine Quest. Nehmen wir die auch noch eben mit. Ja, genau, hier ist auch ein See in der Nähe. Wo wir noch hier verdursten. Wir haben Sommer. Aber keine Bären. Jetzt will ich hier noch mit gestohlenem Mehl. Ah, Leute, wenn ihr mal knapp bei Kasse seid, geht mal in die Häuser, guckt euch mal um. War mal schön, die Entdeckung zu machen, zu stehlen. Und wie es funktioniert. Bin mal gespannt, welches neue Ziel wir in der nächsten Folge dann machen. Tutki, tutki. Rollnika wollten wir nennen, ne? Schon cool, das Schnellreisen, aber ich finde es krass, dass so Schweine teuer ist. Aber hey, dann können wir in der nächsten Folge jemand Neues anheuern in unser Dorf. Kann ich Hühner klauen? Das wäre so cool. Hi. Hello, Traveler. Wie kann ich dir helfen? Du könntest wirklich einen starken Mann brauchen. Ich bezahle natürlich, ja klar. Ich muss meine Familie ernähren. Sie sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Okay. Zwei Fisch. Und 7 Fleisch. Wir haben keine Küche, ne? Ne, die haben keine Küche. Dann machen wir das noch eben. Dann können wir nämlich nächste Folge auch schon direkt den nächsten anwerben, der unser Händler für Rohstoffe wird. Wir sollten jetzt dann mehr als genug haben. Ich muss ja nicht immer Rehe jagen. Ich könnte jetzt auch mal so ein Vögelchen nehmen. Seeadler. Ah, leider daneben. Oh nein, ein Falke! Einzige Tier, weil ich nicht töten möchte. Ach, was soll's. Wir brauchen Federn, ne? Ich hab da hinten auch was gesehen. Ein Tier oder so.
Hat sich irgendwas bewegt? Ist eigentlich hier der nächste Fisch? Enten. Da ist Fisch. Bei der Brücke. Ich meine, du kannst die Karten kaufen bei der Jägerin oben. Oder du machst es wie ich und entdeckst einfach alles selber, weil während den Quests und so weiter läufst du sowieso von A nach B. Außerdem, ganz ehrlich, im Kopf haben wir ja schon fast eigentlich alles auswendig. Stirb! Mit zittriger Hand schießt er einen Pfeil hinterher und weiß, er trifft sowieso nicht. Seht ihr, und das ist der Grund, warum ich nicht hingehe und Eisenpfeile mache. Da schieße ich ja sowieso die Hälfte davon. Ernsthaft? Den habe ich doch getroffen. Ach, leck mich. Ich nehme mal Häschen. Waren nicht irgendwo Häschen? Rotaugen. Ist auf jeden Fall eine Angelstelle, das weiß ich. Nehmen wir ein paar Stöcke mit, dann machen wir ein Lagerfeuer und essen was. Wo zum Teufel? Die sollten überall Fische sein, warum sehe ich die nicht? Ja, ich muss was essen. Schönen Entenbraten oder so. Ist echt schwer, wenn du keine Ausdauer hast. Ah, erwischt, endlich! Das war ein schöner Schuss. Ach, als ob. Mach, was du willst. Ist jetzt die Ente. So, Fleisch haben wir. Und den Fisch suche ich immer noch. Irgendwo muss auch Fisch sein. So, Freunde, welche Errungenschaft machen wir nächste Folge? Ich bin noch echt am Überlegen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, wenn ich mich recht erinnere, war hier tatsächlich früher ein Fischspot, aber der war weiter an Land innen. Oder kannst du... Banditen. Freunde, wir haben Banditen gefunden. Und die Banditen besiegen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao!